Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ulf Brannis. Ich bin seit über 20 Jahren in Oldenburg als freischaffender Architekt tätig. Habe mit meiner Frau zusammen Büro, Architekturbüro Team 3. Schwerpunkt unserer Arbeit ist der Wohnungsbau. Wir machen immer noch, muss ich sagen, inzwischen viel Neubau, aber natürlich zunehmend energetische Sanierung. Und das ist ja auch heute Thema des Vortrags. Das ist unser Büro. Wir haben das 1996 saniert und sind da jetzt mittlerweile, wie gesagt, ja schon 16 Jahre. Das ist in Oldenburg-Ustamburg. Wir haben damals den Energieverbrauch um ca. 80% durch die Sanierung reduziert. Das ist etwas, was wir heute auch bei vielen Sanierungen realisieren. Das lässt sich machen. Allerdings muss man sagen, die steigenden Anforderungen, auch um jetzt Fördergelder und so weiter mit einzubeziehen, werfen heute auch durchaus die Frage auf, lohnt sich eine Sanierung überhaupt noch oder ist es vielleicht besser, neu zu bauen? Das muss man am Anfang der Planung fairerweise bei jedem Objekt eigentlich mal durchspielen. Aber in einer Sanierung steckt auch viel Potenzial. Sie sehen hier so einen relativ ungeliebten Haustyp, zweigeschossig aus den 60er Jahren, relativ schlecht, was so die Wärmebilanz angeht, aber eigentlich eine schöne Planung, ganz brauchbare Grundrisse. Und der ist durch die Sanierung hier jetzt mit einem Wärmedämmverbundsystem komplett überarbeitet worden. Ich habe hier eine ganz andere Architektur. Ich habe helle, freundliche Fassade und auch dementsprechend große verglaste Räume. In der Sanierung stecken viele Chancen. Das heißt, also es geht nicht nur um das Wärmedämmen, sondern es geht natürlich auch darum, das Haus entsprechend ihren Anforderungen und Wünschen umzubauen. Da lässt sich schon sehr viel machen. Klein bisschen Theorie zu Anfang. Es gibt einfach die Notwendigkeit, dass wir CO2 sparen. Das wird vielen von Ihnen bekannt sein. Inzwischen ist das vielleicht ein Thema, worüber man nicht mehr sprechen muss. Aber wir müssen nach wie vor in den Industrieländern doch unsere CO2-Einsparungen reduzieren. Das ist ein Bereich, wo ich als Architekt oder Sie auch als Hauseigentümer gut ansetzen können. 3/4 der Energie, die wir sozusagen verbrauchen, wird zu Hause verbraucht. Der Rest ist für die Mobilität erforderlich. Und wenn ich mir das zu Hause angucke, dann sehen Sie das hier ganz gut, gehen ungefähr 90% der Energie für Heizung und Warmwasser verloren. Das heißt, genau der Bereich, wo ich die Chance habe, was dran zu ändern, Effizienz zu sanieren und den Energieverbrauch entsprechend zu reduzieren. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht sehr entscheidend ist der sehr positiv bei einer Sanierung zu berücksichtigen ist, Sie werden mit jeder Energieeinsparung ein kleines bisschen unabhängiger. Deutschland hat ungefähr 3/4 oder muss ca. 3/4 der Energie importieren. Das heißt, jede Energiekrise, jeder Tanker, der irgendwo untergeht oder so, ist für Ihr eigenes Portemonnaie von Bedeutung. Wenn Sie es schaffen, Ihren persönlichen Energieverbrauch ein bisschen zu reduzieren, haben Sie natürlich auch da ein Stück weit Unabhängigkeit. Und das ist ja so, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das wird auch sicher nicht großartig ändern, auch wenn wir viel Energie sparen. Energie ist eine knappe Ressource und von daher ist es wichtig, damit sparsam umzugehen. Bei einer energetischen Altbausanierung ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass Sie im Prinzip auch den Wohnkomfort der nachher sanierten Immobilie deutlich verbessern. Viele von Ihnen werden das kennen, es ist irgendwie mal kalt, man läuft vielleicht ungern auf Socken durchs Haus, weil der Fußboden kalt ist, entweder weil er schlecht gedämmt ist oder weil durch die Undichtigkeiten kalte Luft ins Haus kommt und sich im Bodenbereich absetzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ein gut saniertes Haus ist ein Haus mit einer ganz anderen Lebensqualität und einer ganz anderen Wohnatmosphäre. Zusätzlich reduzieren Sie natürlich die Betriebskosten, erhalten den Wert des Hauses. Alte, unsanierte Objekte sind heute im Prinzip, wenn die 40, 50 Jahre alt sind, fast nichts mehr wert. Das ist manchmal sehr ernüchternd. Wenn das ein Haus ist, ein Standardhaus, ein Siedlungshaus, nichts dran gemacht, dann ist das heute eigentlich nur noch den Grundstückswert
wert. Die Immobilie ist im Prinzip komplett zu überholen und von daher lässt sich da, ja, da sind viele Leute manchmal ernüchternd, wenn sie ihr Haus verkaufen müssen oder etwas erben. Da ist dann nur noch der Grundstückswert, manchmal sogar minus Abbruch des Hauses. Eine Sanierung ist relativ aufwendig. Wenn man ein altes Haus komplett saniert, ist das schnell so, dass es fast den Bau eines neuen Hauses auch erreichen kann. Was aber bei einer Sanierung einfach entscheidend ist, dass die Energiekosten deutlich reduziert werden. Sie sehen hier einfach mal einen Ausblick, was passiert, wenn Sie ein Haus haben. Sie sehen das hier oben links, Bestand 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Das heißt ungefähr, dass Sie so 200 Euro an Energiekosten an den Versorger, an die EWE oder sonst wen zahlen. Da sind vielleicht einige von Ihnen dabei. Wenn Sie so ein Haus haben und nichts unternehmen und die Energiepreise mit 6% weiterhin steigen, dann zahlen Sie in den nächsten 30 Jahren ungefähr 200.000 Euro. Wenn das die nächste Spalte sogar in Richtung 10%, das war ja das, was wir die letzten 10 Jahre im Schnitt hatten, die Energiepreise sich um diese Dimension erhöhen, dann kommen da 400.000 Euro zusammen über 30 Jahre. Das wird keiner von Ihnen so richtig aussitzen wollen, weil das dann doch sehr weh tut. Aber man muss sich das einfach mal überlegen, was heißt das, ein Haus 30 Jahre lang zu beheizen. Es macht also Sinn, da auf jeden Fall weitgehend zu reduzieren. Ich zeige Ihnen jetzt im Laufe des Vortrags einfach verschiedene Möglichkeiten auf. Wenn Sie Fragen haben, gerne zwischendurch, um einfach zu zeigen, was machbar ist. Am Anfang muss letztendlich geguckt werden, was habe ich für ein Objekt? Ist das Objekt überhaupt es wert, dass ich es saniere, wenn ich zu dem Ergebnis komme? Dann gibt es verschiedene Maßnahmen, die durchzuführen sind. Sie sehen hier einfach mal ganz grob, die wesentlichen Energieverbräuche entstehen im Wand- und Dachbereich. Das ist je nachdem, wie das Gebäude von der Kubatur her aussieht, sehen Sie, ist die Wand ein Drittel bis 50% und ein Dach auch ungefähr ein Drittel. Fenster 15 bis 20%, der Boden relativ wenig, 5 bis 10%. Das ist auch das Bauteil, was bei einer Sanierung in der Regel am schlechtesten zu handeln ist, weil Sie da einfach, Sie haben eine Treppe, Sie haben Innentüren, alles Sachen, die eine Dämmung des Bodens oft erschweren, weil Sie mit zunehmender Dämmung auch Aufbauhöhlen brauchen, die Sie oft nicht unterbringen können. Sie haben manchmal Bauschäden. Sie sehen hier einfach, das sieht man ja manchmal auch erst, wenn man anfängt, oben links, dass halt irgendwie eine Fette oder so ein bisschen marode ist. Sie haben oft eine sehr alte Haustechnik, die auf keinen Fall weiterhin verwendet werden kann. Das muss ich am Anfang einfach mir einmal angucken oder sollte ich machen, dass ich so ein Haus einmal durchgehe und eine Bestandsaufnahme mache, um festzustellen, wo stehe ich und dann letztendlich vielleicht zu gucken, wo will ich hin. Das muss jeder für sich mit dem Planer möglichst überlegen. Manchmal ist es ja so, dass ich auch nicht alles in einem Schritt machen kann. Wichtig ist, dass man doch mal so eine Gesamtplanung vorhat, was soll eigentlich möglichst passieren und geht es alles auf einmal oder welche Schritte machen wir sinnvoll jetzt, zum Beispiel die Dachdämmung als erstes, aber dann mit einer definierten Übergabe in 5 Jahren vielleicht an den Maler, der dann eine Wärmedämmung von außen anbringt. Dass da so gewisse Schnittstellen funktionieren, dass nicht einer nur an sein Gewerk denkt und dann der Nachfolgende der Gelackmeierte ist. Ziel einer Sanierung, das ist ja wie beim Neubau auch, sollte es letztendlich sein, dass das Haus irgendwann relativ lückenlos gedämmt ist. Das ist ganz entscheidend, dass Sie dazu kommen, die gesamte Hülle zu dämmen. Und bei einer Sanierung ist halt das Schwierige, die Hüllflächen, Wand, Dach, das lässt sich immer noch ganz gut machen. Ein Punkt zum Beispiel, eine Kerndämmung oder so, lässt sich ja innerhalb von einem Tag in der Regel einblasen. Man muss dann aber auch immer über die Wärmebrücken nachdenken. Das ist halt so, ein Altbau ist da sehr viel sensibler als ein Neubau. Ich fange an, gewisse Dinge zu verschieben, indem ich eingreife, indem ich nur einen Teil verbessere. Das kann natürlich dazu führen, dass plötzlich irgendwo Probleme auftauchen. Werden viele von Ihnen kennen, ein
bekanntes Problem ist, neue Fenster eingebaut. Schwupp, fängt es hier und da an zu schimmeln. Das sind Dinge, die dann natürlich einfach mit dem System zusammenhängen. Ich verändere im Prinzip etwas. Und wo oder wie reagiere ich darauf? Ich muss letztendlich überlegen, wenn ich neue Fenster einbaue, die Hülle wird dichter. Also muss ich mir etwas über die Lüftung Gedanken machen. Das ist auch so, dass der Gesetzgeber dies seit 2 Jahren auch klar definiert hat. Wenn ich heute an einem Bauteil etwas Wesentliches verändere, dann muss ich über ein Lüftungskonzept nachdenken, komme ich aber nachher nochmal zu. Sie sehen also, im Grundsatz sollte die ideale Planung sein, wie die rote Linie das hier darstellt, dass ich das Haus gut und lückenlos gedämmt habe. Die Energieeinsparverordnung ist beim Sanieren erstmal gar nicht so verpflichtend. Sie kommt dann dazu, wenn ich über Fördermittel nachdenke. Die Energieeinsparverordnung ist ja das, was der Gesetzgeber als Mindestwärmeschutz vorgegeben hat. Das heißt also, das ist kein besonderer Standard, sondern das ist das, was aktuell zurzeit von allen Beteiligten geschuldet wird, ohne dass ich es vereinbare. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Fördergelder beantragen wollen, dann gibt es ja diese KfW-Effizienzhausstandards. Das ist in den letzten Jahren schon sehr inflationär. Ich bin da täglich mit beschäftigt und komme trotzdem eigentlich selber gar nicht nach mit diesen Begrifflichkeiten. Es ist so, dass die KfW-Förderung ungefähr beim Neubau anfängt. Also man kann letztendlich bei KfW 115 heute die ersten lukrativen Gelder bekommen. Das heißt 15% über Energiestandard eines Neubaus. Und dann geht es halt, desto weiter Sie runtergehen, KfW 100, KfW 85, also 15% unter Neubaustandard, bekommen Sie ja die gleichen Kredite, aber höhere Tilgungszuschüsse. Wenn Sie heute sanieren, gibt es halt neben den KfW-Effizienzhausprogrammen auch die Möglichkeit, Einzelmaßnahmen durchzuführen. Da hat sich jetzt zu Beginn dieses Jahres auch erfreulich geändert, dass Sie nicht mehr ein ganzes Bauteil machen müssen. Sie können heute auch von Ihren 20 Fenstern nur 10 Fenster erneuern. Die müssen dann die Anforderungen dieses Programms erfüllen. Das war bis letztes Jahr immer so, dass Sie die gesamte Hüllfläche machen mussten. Das war oft anstrengend oder schade, wenn Sie 3 neue Fenster hatten, die erst 6 Jahre alt waren oder so. Das heißt also, das ist besser geworden. Sie können heute Teilflächen durchführen, Teilflächenmaßnahmen und das auch fördern lassen. Wir kommen jetzt zu verschiedenen Dämmmöglichkeiten. Wenn Sie ein Haus wesentlich vom Standard her verbessern wollen, dann ist das auch ein Eingriff in die Gestaltung des Hauses. Das ist ganz wichtig. Oft sehen Häuser nach dem Dämmen, ja, sie können gewinnen, sie können auch verlieren. Das ist aber so ein Thema, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Sie geben auf jeden Fall viel Geld aus für eine Sanierung und dann wäre es eigentlich gut, wenn das Ergebnis danach ein positives ist, auch gestalterisch. Es gibt bei der Außenwand verschiedene Möglichkeiten, die Wärmedämmung zu verbessern. Sie sehen ganz links die Innendämmung, sicherlich etwas für Einzelfälle, Sonderfälle. Sie ist relativ aufwendig, sie ist mit Problemen sehr schnell behaftet, wenn sie nicht gut gemacht wird. Sie kostet Wohnfläche, also eigentlich eher was für spezielle Fälle, für denkmalgeschützte Fassaden, nicht für den Normalfall. Die Kerndämmung ist ein heißes Thema in den letzten Jahren, man sieht das ja auch hier auf der Messe, fast jeder bietet eine Kerndämmung an. Ist eine Maßnahme, die relativ schnell und einfach durchzuführen ist und die auch das Bauteil Wand auf jeden Fall deutlich verbessert. Aber es entstehen viele Wärmebrücken, oder was heißt, es entstehen nicht viele, die sind vorher auch schon da, das war nicht richtig. Aber die Bedeutung der Wärmebrücken zum Beispiel rund ums Fenster nimmt zu. Sie verbessern die Fläche. Das führt aber dazu, dass plötzlich vielleicht eine Fensterlabung auch mal ein bisschen feuchter werden kann, weil sich mehr Feuchte an dieser Stelle sammelt durch die Kerndämmung. Das liegt nicht an der Dämmung selbst, das liegt an der Konstruktion. Am effektivsten und auch eigentlich am schadensfreiesten ist eine Wärmedämmung von außen.
sei es als Wärmedämmverbundsystem, als Vorhangfassade mit Holz- oder zementgebundenen Platten. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Die Dämmung von außen, die ist im Prinzip auch wie jetzt im Winter, wo Sie sich einen dicken Pullover anziehen, das ist effektiv. Das bringt am meisten. Der Tee mit dem Schuss rum, die Innendämmung wärmt zwar vielleicht auch, hat aber auch so seine Probleme. Nur mit Wärmedämmung von außen ist es möglich, auch weitgehend zu optimieren, weitgehend runterzudämmen. Sie können mit Wärmedämmverbundsystem letztendlich auf Niedrigenergiestandard runterkommen, können da weit unter NF auch dämmen. Und Sie haben halt, das ist einfach ein Punkt, auch wirklich Möglichkeiten, die Gestaltung des Hauses nochmal zu verändern. Hier ist es so, das Haus war eigentlich früher mal ein Putzbau gewesen, hatte dann aber in den 70er Jahren diesen Klinker bekommen, weil er so schön pflegeleicht und wertbeständig ist. War ohne Dämmung davor gebracht worden, ohne ausreichenden Abstand. Die Wand war danach eher feuchter, das heißt, wir haben den Klinker hier wieder zurückgebaut und eine Wärmedämmung von außen angebracht. Es gibt in den letzten Jahren, auch durch die Passivhausbauweise, viele neue Materialien. Hier sehen Sie einfach mal ein Beispiel, das ist ein Forschungsprojekt, wo eine Vakuumdämmung in einer Reihenhauszeile einfach mal eingesetzt wurde, um mit dieser Vakuumdämmung Passivhausstandard auf kleinstem Raum zu realisieren. Sie haben hier ungefähr, Sie können das unten vielleicht, das Bild ist relativ schlecht, aber das sind quasi 6 cm Aufbaudicke auf die vorhandene Wand und Sie erreichen damit Passivhausstandard. Das ist ein Material, was momentan noch viel Geld kostet und was sicherlich noch ein paar Jahre braucht, bis es allgemein verwendet werden kann. Wir haben jetzt ab und an mal im Bodenbereich damit gearbeitet. Es dämmt ungefähr 10-mal so gut wie eine normale Wärmedämmung, so ganz grob. Und da wird uns sicherlich in den nächsten 10 Jahren noch vieles an neuen Materialien oder Entwicklungen auch kostensenkend zur Verfügung gestellt werden. Außenwand hatten wir also eben gesagt, Dämmen, Innendämmung, Kerndämmung, Außenwanddämmung. Beim Dach sind wir eigentlich der Meinung, sollte man möglichst immer von außen dämmen. Oder wenn das Dach jetzt halt vom Zustand her sehr gut ist, wenn es erhalten werden sollte, dann kann man es vielleicht, sieht man hier nebenan ja auch, mit einem Dämmschlauch oder anderweitig vollblasen. Aber grundsätzlich dämmen wir die Dächer von außen. Sie sehen, dass der alte Dachstuhl, der war hier gut, der ist aufgedoppelt worden. Ich brauche heute allein schon zum Beispiel, wenn ich die Dachsanierung über die KfW fördern lassen möchte, brauche ich 24 cm Wärmedämmung. Vom Gesetzgeber gefordert, muss man sich mal klar machen. Das ist also etwas, was viele Leute nie für möglich gehalten haben. Die KfW fordert heute für Dämmstoffe Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 24 cm Dämmschichtdicke. Wenn Sie die Dachhaut nach außen erhöhen, dann können Sie das hier ganz gut sehen, dann geht das Unterdach, die Platte, auf der der Zimmermann da steht, geht dann über die alte Mauerkrone. Das heißt also, auch diese Wärmebrücke können Sie effektiv gleich mit dämmen. Wenn Sie eine Innendämmung durchführen würden, würde diese Wärmebrücke erhalten bleiben. Gut, und dann ist so eine Dachkonstruktion am besten, wie Sie es da oben links vielleicht erahnen können, ist diese Wärmedämmung möglichst voll zu blasen, diese Konstruktion, weil Sie haben einen Hohlraum, der ist ja nicht scharfkantig, der ist nicht gleichmäßig, da können Sie mit einem matten Dämmstoff sich quälen, den kriegen Sie da in der Regel nicht lückenlos rein. Und der Vorteil der Einblasdämmung ist, dass die sich einfach an alle Ecken und Kanten wunderbar anschließt. Deswegen raten wir bei diesen Konstruktionen immer eigentlich zu einer Einblasdämmung. Sie können hier nochmal ganz kurz im Detail sehen, was ich eben schon angesprochen hatte. Wenn Sie den Dachstuhl nach außen erhöhen, bekommen Sie auch über der alten Mauerkrone eine vernünftige Wärmedämmung.
und haben dadurch innenseitig auch keine Probleme mit zu kaltem Mauerwerk. Die Wärmebrücke ist einfach nicht weg, aber sie ist optimiert. Wichtig ist, dass Sie denn auch, was hier sozusagen rechts zu sehen ist, leider ist hier kein Zeiger, dass hier im Prinzip der Übergang von der vielleicht auch erst in 10 Jahren erforderlichen oder durchgeführten Dämmung des Mauerwerks, dass Sie da einen lückenlosen Übergang planen. Sie müssen das nicht in einem Schritt machen, aber Sie sollten daran denken, dass das irgendwann vielleicht mal kommt. Das heißt also, die Wärmedämmung weit genug runterziehen. Also Dachdämmung, wie gesagt, in der Regel möglichst nach außen. Nur in Ausnahmefällen, wenn das Dach vielleicht erhaltenswert ist, in der Konstruktion. Fenster. Wir bauen seit vielen Jahren überwiegend dreifach verglaste Fenster ein. Sie können mit diesen dreifach verglasten Fenstern den Wohnkomfort sehr erhöhen, weil einfach die Fensterflächen nach wie vor die kältesten Flächen in einem Raum sind. Und wenn Sie eine Dreifachverglasung einbauen, steigt einfach der Komfort, auch gerade wenn Sie große Südverglasungen haben, wo Sie vielleicht auch vorsitzen. Das merken Sie bei den Temperaturen jetzt, dann ist es einfach sehr angenehm, wenn die Oberfläche wärmer ist. Und die wird von Zweifach- zu Dreifachglas nochmal einige Grad steigt die Temperatur an. Wir kommen oft zu Bauten, da sind Fenster drin, 85 eingebaut, Mahagoni, alles super. Auch schon mit Thermopenverglasung oder wie auch immer es denn heißt. Das sind Fenster, die haben insgesamt ungefähr einen U-Wert, also die Qualität der Wärmedämmung. Das Glas bei 2,8, das gesamte Fenster über 3 gegenüber einem modernen, dreifach verglasten Fenster haben Sie ungefähr ein Viertel des Wärmeverlustes noch. Also das muss man sich auf die alte Isolierverglasung war noch keine Wärmeschutzverglasung. Das ist nichts in dem Sinne energetisch Wertvolles. Man muss sicherlich manchmal überlegen, was mache ich denn? Baue ich vielleicht doch nur ein paar neue Gläser ein? Manchmal ist das sinnvoll bei großen Konstruktionen. Holz ist gut. Kann man da sicherlich drüber nachdenken. Aber die alten Isoliergläser bis Anfang der 90er Jahre sind auch keine Wärmeschutzgläser, sind, was das Energetische angeht, sehr schlecht. Man kann hier an der Fassade, deswegen hatte ich das Foto eigentlich mit aufgenommen, auch sehen, dass so eine historische Fassade, da sind Passivhausfenster reingekommen, das lässt sich gut machen, das ist gestalterisch überhaupt gar kein Thema. Sie können also auch historische alte Fassaden mit modernen Fenstern wunderbar sanieren. Der Bodenbereich, entweder wenn ein Keller da ist, dann geht es meist noch. Wenn kein Keller da ist, ist immer der schwierigste Punkt bei einer Sanierung. Oft sind ja so viele Höhen, hatte ich vorhin schon gesagt, über die Treppe, über die Haustür, über die Zimmertüren gegeben, dass ich im Bodenbereich oft nicht zurande komme mit vernünftigen Dämmschichtdicken. Wie in dem Bild hier oben, da ist ein Kriechkeller vorhanden. Gut, da musste zwar ein Maler den Bauch einziehen, als er die verlegt hat, aber er hat es von unten drunter gebracht. Das tat keinem weh und hat auch keinen Platz gekostet. Das ist so Idealfall. Hier unten sehen Sie dann im Prinzip eine Altbausanierung, wo der alte Boden rausgekommen ist. Da war eine alte Holzbalkenlage drin mit Kriechkeller. Da haben Sie auch, wenn Sie die rausnehmen, ausreichend Aufbauhöhe, können Glasschaumschotter oder Beton einbauen, können wir hier eine Holzkonstruktion, wo später Dielen draufgekommen sind, nehmen und die entsprechend dämmen. Wenn Sie es komplett rausnehmen, ist es relativ einfach. Ansonsten sind Bestandsimmobilien mit massiven Bodenplatten relativ schwierig, wenn kein Keller vorhanden ist. Da können Sie wenig machen. Da wird vielleicht auch zukünftig die Vakuumdämmung ein paar Möglichkeiten liefern. Momentan ist das noch sehr aufwendig und teuer. Hier sehen Sie mal so eine Vakuumdämmung, die auch hier auf der Grafik zu sehen, mit ungefähr 4 cm Dicke halt, was ich vorhin schon sagte, 8 bis 10 mal so gut dämmt wie eine klassische Dämmung. Das ist eine Alternative, die aber eigentlich immer nur für Sonderfälle nutzbar ist, nicht für so Gesamtsanierungen. Dazu ist es immer noch zu teuer. Wärmebrücken, wenn Sie jetzt die Fassade, ich habe das vorhin schon ein paar Mal gesagt, wenn Sie die Fassade jetzt im Wesentlichen gedämmt haben, das Dach ordentlich gemacht haben, Fenster eingebaut haben, den Boden, dann muss man bei einer Sanierung auf jeden Fall auch die Wärmebrücken im Auge behalten. Die Wärmebrücken sind zum einen energetisch durchaus
ein wichtiger Punkt. Wir haben einen großen Anteil am Wärmeverlust. Und die Wärmebrücken sind genau immer die Stellen, die im Prinzip bei einer Sanierung Probleme machen. Das ist nie die Fläche. Wenn Sie jetzt 100 Quadratmeter Dachfläche haben, dann haben Sie nicht auf den 100 Quadratmetern irgendwo ein Problem, sondern Sie haben es nur da, wo ein Dachfenster von mir aus schlecht eingebaut ist oder am Giebel, wo im Prinzip die Dachdämmung mit der Mauerkrone irgendwie verbunden wird. Die Fläche ist immer unkritisch. Es geht immer um die Übergänge und die Anschlüsse. Sie sehen auch hier rechts oben so ein Bild, das ist ja jetzt auch schon 6 Jahre alt, das Foto. Das ist ein Neubau in Bremen. Hat der Mauer eigentlich wunderbar gearbeitet. Nur es sind Kalksandsteine, die er da bis Oberkante Sparren gemauert hat. Das ist natürlich blödsinnig. Das heißt also, die Innenschale ist eigentlich wie beim alten Haus, läuft bis Oberkante Dachsparren. Da ist dann nur noch die Folie drüber gekommen. Da ist eine Wärmebrücke da. Dann wundert man sich manchmal, wieso die berechneten Ergebnisse aus der Wärmeschutzberechnung nicht so ganz mit der Realität übereinpassen. Das liegt zum Beispiel an so schlecht ausgeführten Wärmebrücken. Die kosten einfach jetzt die nächsten 30, 40 Jahre Energie. Da geht ja keiner mehr dabei so schnell. Das heißt also, Wärmebrücken ist einfach beim Altbau ein wichtiges Thema, um keine Probleme zu haben. Wenn Sie jetzt alles gut gedämmt haben, und das ist eigentlich seit 2 Jahren, wie gesagt, auch neu, was heißt neu, deutlicher formuliert. Der Gesetzgeber sagt ganz klar, wenn Sie heute zum Beispiel als Fensterbauer neue Fenster in ein 50 Jahre altes Haus bauen, komplett, dann sind Sie Fachmann als Tischler und müssen den Bauherrn darauf hinweisen, dass er ein Lüftungskonzept erstellen muss. Weil, wenn nämlich Probleme auftauchen, Sie sind weg, haben im Sommer eingebaut und im Januar meldet er sich und sagt, du, meine ganzen Fenster hier, da fängt das überall an zu schimmeln, dann sind Sie verantwortlich für den Schaden, wenn Sie nicht vorher auf das Lüftungskonzept hingewiesen haben. Der Gesetzgeber hat das, wie gesagt, klar formuliert. Er weiß, dass wenn ich heute in ein bestehendes Gebäude eingreife, ich das Thema Lüftung ganz anders behandeln muss. Es entstehen, und da habe ich gerade in den letzten Wochen auch, das ist immer wieder nervig, so, die Eigentümer ziehen aus, neue Nutzer kommen rein. Das hat 40 Jahre funktioniert, innerhalb eines Winters ist plötzlich die Wand schwarz oder so. Man muss sich mit dem Thema Lüftung auseinandersetzen, aus 2 Gründen. Einmal sehen Sie, dass desto mehr Sie dämmen, der Anteil der Lüftungswärmeverluste am Gesamtanteil der Wärmeverluste zunimmt. Ist ja logisch, wenn Sie alles Dach, Wand und so weiter gut gedämmt haben, dann wird der Anteil, der durch diese Flächen verloren geht, immer geringer, aber der Lüftungswärmeverlust bleibt erstmal der gleiche. Wenn Sie das Fenster aufmachen, ob gut oder schlecht gedämmt, nur der Anteil nimmt zu. Und deswegen ist es auch richtig, sich über diese Lüftungswärmeverluste Gedanken zu machen. Das heißt also, Lüftungssysteme einzubauen. Wir machen das seit 16 Jahren jetzt. Sie können hier einfach ein paar Beispiele für Rohrinstallationen sehen. Das ist beim Altbau eigentlich immer ein Problem. Sie müssen beim Altbau sehr frühzeitig überlegen, wo gehe ich eigentlich hin mit diesen ganzen Rohren. Das sind ja keine Heizungsrohre, die Sie notfalls noch über der Fußleiste verlegen können. Das sind Querschnitte, die irgendwo von 80 bis 150 mm gehen, je nach Rohrsystem. Da muss ich mir einfach schon bei Beginn der Planung im Prinzip Gedanken zu machen. Wo kann ich die unterbringen? Welches System kommt zum Einsatz? Je nach System gibt es unterschiedliche Anforderungen. Das ist alles machbar. Aber wie gesagt, man muss es frühzeitig berücksichtigen. Sie sehen hier links mal eine Anlage, das ist eine Passivhaus-zertifizierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sozusagen das High-End-Produkt. Da haben Sie eine Wärmerückgewinnung von gut 90%. Das heißt also, wirklich 90% Ihrer Abluftenergie bleibt im Haus. Das ist schon beeindruckend. Sie sehen hier rechts, die Bilder sind leider relativ schlecht hier, 2 so einzelne Boxen, das sind auch Möglichkeiten. Das ist eine dezentrale Lüftungsanlage. Da haben Sie kein Rohrsystem, da haben Sie
in der Wand einen Durchbruch, haben einen Ventilator dort, wenn er mit Wärmerückgewinnung ist. Hier ist es mit Wärmerückgewinnung. Das hat also den entscheidenden Charme, dass Sie keine Rohrsysteme im Haus unterbringen müssen. Sie haben allerdings in jedem Raum auch einen Ventilator. Das muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Die sind noch nicht so leise wie die linke Anlage, aber durchaus heute auch in einer guten Qualität machbar. Eine Qualitätskontrolle nach Durchführung der luftdichten Hülle ist auf jeden Fall erforderlich und auch sinnvoll. Es ist so, wenn Sie heute eine Lüftungsanlage einbauen mit Wärmerückgewinnung, dann brauchen Sie natürlich auch eine luftdichte Hülle. Sie wollen ja die Wärme zurückgewinnen. Sie wollen ja nicht viel Geld ausgeben. Ich sage mal, wenn Sie eine normale Anlage ohne Wärmerückgewinnung einbauen, kostet sie 4.000 bis 5.000 Euro. Und wenn Sie eine mit Wärmerückgewinnung einbauen, dann kostet sie 8.000 bis 12.000 Euro. Dann wollen Sie ja auch ein bisschen von dem Geld zurückbekommen. Das bekommen Sie auch, wenn Sie eine luftdichte Hülle erreicht haben und die Wärmerückgewinnung auch funktioniert. Von daher ist es auch sinnvoll, im richtigen Augenblick über eine Qualitätskontrolle die Hülle sozusagen zu überprüfen mit einer Blauerdor-Messung. Mit einer Blauerdor-Messung im Rohbauzustand zusammen mit den Handwerkern am besten können Sie effektiv die Qualität der Hülle kontrollieren. Da finden Sie letztendlich, wenn Sie wollen, jedes Loch, sei es nagelgroß. Und wenn Sie es im richtigen Augenblick machen, dann ist das auch nicht schlimm, wenn Sie Löcher finden, dann können Sie die auch dann beseitigen. Wenn Sie das machen, der Maler ist gerade weg oder der Fußboden ist verlegt und Sie merken plötzlich, hinter der Fußleiste zieht es, das ist ärgerlich und teuer. Das kriegen Sie vor allen Dingen, es ist ärgerlich und teuer, Sie kriegen es aber auch gar nicht mehr ganz in den Griff. Weil, was wollen Sie machen, wenn der Estrich verlegt ist und der Fensteranschluss ist nicht luftdicht? Wollen Sie das alles wieder wegkloppen? Das muss man dann also wirklich gucken. Deswegen rechtzeitig eine Blauerdor-Messung machen, ist keine große Sache und ist einfach eine effektive Qualitätskontrolle. Mit der Thermografie, Sie sehen hier eine Sanierung, die wir mal vor ein paar Jahren gemacht haben. Da war mal, wie die so erzählten, als wir darüber sprachen, war mal ein Marder im Dach. Da ist die Wärmedämmung stark vermindert. Das ist jetzt eine Sanierung, aber auch wenn Sie eine neue Dachdämmung durchführen, es kann durchaus mal sein, dass irgendwo ein Feld vergessen wird oder irgendwas nicht sauber gemacht ist. Das sehen Sie mit der Thermografie. Wir führen die Messung oft im Prinzip zusammen mit der Blauerdor-Messung durch, weil man dann effektiv beides miteinander verbinden kann. Wenn Sie die Hülle sozusagen optimiert haben, dann ist ein Thema, worüber man heute oft auch stundenlang und immer wieder sprechen kann, womit produziere ich eigentlich meine Wärme? Alle wollen sie gerne von Öl und Gas weg, wollen vielleicht nur noch Strom haben oder da gibt es viele Möglichkeiten und wir diskutieren da manchmal, wie gesagt, Tage und Wochen lang über die Haustechnik des Hauses. Sie müssen einfach überlegen, was haben Sie für einen Platz, was haben Sie für einen Dämmstandard. Eine Wärmepumpe macht keinen Sinn, wenn Sie nicht vorher das Haus vernünftig gedämmt haben. Muss man zusammenbringen. Es macht auch Sinn zu gucken, wo gehe ich energetisch hin, um zu wissen, wie viel kW muss denn der Brenner haben, damit ich ihn auch richtig dimensionieren kann. Es gibt nach wie vor von den Kosten her eigentlich keine bessere Möglichkeit, das ist nach wie vor der Brennwertkessel mit Gas betrieben, von den Kosten her eigentlich nicht zu schlagen und auch ökologisch gesehen nach wie vor eine vernünftige Geschichte. In der Sanierung bauen wir tatsächlich auch häufiger Pellets ein, weil wir da oft einen Keller vorfinden, wo vielleicht ein ganzer Raum dafür genutzt werden kann. Sie sehen das hier, das ist schon ein beeindruckender Platzbedarf. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt häufiger in der Altbausanierung gemacht, dass wir dort eine Pelletanlage einbauen, hat den Vorteil, dass es auch den Primärenergieverbrauch für die KfW-Förderung senkt. Aber das ist nur ein Teilaspekt.
Wärmepumpe habe ich hier eigentlich nur mal kurz gezeigt, der Vollständigkeit halber, ist wie gesagt erst bei einer optimalen Sanierung sinnvoll. Dann muss wirklich das gesamte Haus und auch das Heizsystem möglichst auf Flächenheizung umgerüstet werden, um eine effektive Arbeitszahl sozusagen zu erreichen. Ich gehe gar nicht so auf die Details ein. Solarkollektoren ist eine Technik, die wir seit 30 Jahren jetzt kennen. Wir bauen sie seit Anfang an ein. Sie funktioniert eigentlich wunderbar. Sie ist sicherlich auch keine Technik, die sich kurzfristig rentiert, aber die bei jeder Preissteigerung letztendlich etwas rentabler wird. Das sind Systeme, die sehr wartungsarm sind, sehr langlebig und die über ihre Laufzeit sicherlich eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Stellt sich nicht in 5 Jahren dar, aber darauf kommt es, glaube ich, auch gar nicht an. Hier einfach, gut, das ist auch ein Thema, wenn ich eine Solaranlage einbaue, muss ich natürlich im Blick behalten, wo stelle ich denn den Speicher hin? Der ist dann natürlich ein bisschen größer, wenn ich eine Solaranlage habe, als wenn ich jetzt einen ganz normalen kleinen 120-Liter-Speicher neben dem Brennwertkessel hängen habe oder integriert habe. Da ist ein Keller natürlich immer ganz schön, wenn ich einen habe. Jetzt kommen aber noch so ein paar Beispiele. Auch denkmalgeschützte Häuser lassen sich natürlich energetisch weitgehend sanieren. Sie können hier so ein bisschen erkennen an der Thermografie, dass da an der Hauskante quasi, da fängt eine Wärmedämmung von außen an. Deswegen sieht das hier so relativ optimal aus, während hier ja die Kerndämmung erfolgt ist in der historischen Fassade. Da kann man keine Wärmedämmung von außen anbringen. Also man kann hier, das sieht man auch, 82% Energieeinsparung. Hier ist das Dach gedämmt worden, hier sind die Fenster neu gemacht worden, hier ist eine Haustechnik mit Solarkollektoren integriert, umfassende Wärmedämmung. Dann macht es auch Spaß, so ein Haus mit so einem großen Volumen zu beheizen. Das ist ja so, dass das hier 3,70 Meter, glaube ich, lichte Raumhöhe hat oder so. Da geht schon einiges an Volumen rein. Ja, hier sehen Sie einfach mal kurz Energieausweis. Ist auch schon ein bisschen älter. Das hat sich eigentlich bisher nicht so durchgesetzt, wie das mal gedacht war mit dem Energieausweis. Hier sehen Sie, das hatten wir vorhin schon mal in klein, eine andere Sanierung. Kleines Haus, 60er Jahre. War so eine zweigeschossige kubische Kiste. Da haben wir den Klinker komplett weggenommen, haben auch von außen Wärmedämmung drangebracht, haben eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut. Ist eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus, hat nur 125 Quadratmeter, wohnen 4 Leute drin. Hat halt eine gute Bausubstanz an und für sich von allen anderen Geschichten her gehabt, sodass es sich auch hier denn dargestellt hat. Das sind hier die Oldenburger Kaffeemühlen. Das sind ja auch sehr schöne, klassische Grundrisse, die sauber geplant sind, die eigentlich schon, ohne dass man da viel dran macht, einen ganz schönen Zuschnitt haben. Schönes Treppenhaus, 2,5 Geschosse. Da haben wir auch im Prinzip eigentlich im Wesentlichen neue Proportionen, ein bisschen Farbe, aber gar nicht so viel dran gemacht. Gut, oder hier nochmal so ein klassisches Siedlungshaus, was einfach auch hier mit einer Wärmedämmung von außen saniert wurde. Und damit wäre ich am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben?